Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns die exotische Titanbrust an, Herz des innersten Lichts. Wir gucken uns an, von wo man die kriegt, was die im PvE kann, was die im PvP kann, eben die Fähigkeit mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Zu Beginn, die Brustpanzerung droppt zufällig, das heißt zufällig ein exotisches Engramm öffnen und die kann dann drin sein, wenn man Titan spielt, oder Xur kann die auch im Angebot haben, je nachdem welches DLC wir gerade haben. Kommen wir direkt zu der Fähigkeit, überströmendes Licht. Eine Fähigkeit, Granatennahkampf oder Barrikade einzusetzen, stärkt die anderen beiden Fähigkeiten. Diese Stärkung bedeutet, dass die Fähigkeit schneller regenerieren, Nahkampf und Granaten mehr Schaden verursachen und Barrikade mehr Treffer einstecken können. Die Regeneration schauen wir uns jetzt mal an. Das bedeutet, wenn wir die Granate werfen, wird der Nahkampf und die Barrikade schneller aufgeladen, wenn wir die Barrikade stellen, logischerweise die anderen zwei Fähigkeiten, und wenn wir den Nahkampf einsetzen, dann laden sich eben die anderen zwei Fähigkeiten schneller auf. Das verstärkt sich also gegenseitig. Hier ist einfach noch wichtig zu wissen, dass wir Ermächtigt auch zweimal drauf haben können, das heißt, wir können die Granate werfen, einen Nahkampf machen und dann steht Ermächtigt mal 2. Das bedeutet, die Granate lädt Barrikade und Nahkampf auf und der Nahkampf lädt Granate und Barrikade auf. Wir können das Ganze hier relativ gut timen und so auch ziemlich stark alle Fähigkeiten aufladen. Bei der Barrikade und der Granate ist das relativ einfach. Barrikade stellen wir, Ermächtigt ist aktiv. Bei der Granate, die werfen wir, Ermächtigt ist aktiv. Beim Nahkampf ist es so, dass wir einen Nahkampftreffer machen müssen. Das heißt, wir müssen zu einem Feind hingehen, müssen ihn boxen, müssen ihn schlagen und dann geht Ermächtigt aktiv. Das Nette an der Geschichte ist, bei dem Nahkampf muss die Nahkampffähigkeit nicht mal aufgeladen sein. Das heißt, wir können endlos auf Feinde einprügeln und so Ermächtigt immer wieder kriegen. Somit unterstützen wir Granate und Barrikade. Im Großen und Ganzen für PvE also wahnsinnig stark, weil wir so Granate, Nahkampf und auch die Klassenfähigkeit immer wieder aufladen können, wenn wir das vom Timing richtig einsetzen. Bevor wir noch zum PvP wechseln bzw. die anderen Fähigkeiten noch anschauen, ein kleiner Tipp. Die Barrikade wird die Granatenfähigkeit nicht komplett aufladen, umgekehrt auch so. Das heißt, Nahkampf wird nicht komplett aufgeladen, Barrikade ist hier ein bisschen speziell. Und das bedeutet, wir können hier ein bisschen tricksen, nenne ich es jetzt mal. Wir haben nämlich verschiedene Mods. Nahkampfmods, Granatenmods und Klassenfähigkeitenmods, die können wir in die Rüstungsteile einbauen, so können wir das verstärken. Wenn wir etwa 3 oder 4 Granatenmods eingebaut haben, dann haben wir die Möglichkeit, mit der Barrikade die Granate komplett aufzuladen. Das heißt, hier kann man ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumspielen, dass wir eben eine perfekte Symbiose erschaffen. Zudem haben wir natürlich auf den Rüstungsteilen auch Fähigkeiten wie Bomber, wo wir dann die Klassenfähigkeit einsetzen und die Granate wird ein bisschen aufgeladen, Asche zu Asche, dass wir mit Granatenkills ja mehr Superenergie zurückkriegen oder dass wir mit Granatentreffern Nahkampf aufladen oder umgekehrt. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, relativ viel noch auch mit den Fähigkeiten rauszuholen und alles perfekt auf die Exobrust abzustimmen. Ebenfalls wahnsinnig spannend sind die Fähigkeiten vom Sentinel oder vom Stürmer, vom Sonnenbezwinger. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, dass auch Granaten verstärkt werden. Beim Stürmer kriegen wir beispielsweise 2 Granaten. Beim Sonnenbezwinger haben wir die Möglichkeit, Sonnenflecke zu erschaffen, wo wir reinstehen können und die Fähigkeiten laden sich insgesamt schneller auf. Beim Sentinel können wir die Granaten oder den Nahkampf verstärken, dass sich das schneller auflädt. Das heißt, wir haben hier auch mit den einzelnen Skillbäumen wahnsinnig gute Kombinationsmöglichkeiten. Das werde ich dann unter Umständen alles mal in Fokuskombinationen anschauen, so einen Titan perfekt auszurichten, um eben fast nonstop Granaten zu haben. Hier gibt es gute Möglichkeiten. Da muss ich jetzt nicht einzeln auf alles eingehen, aber eben durch Mods, durch Fähigkeiten und auch durch Perks auf den einzelnen Rüstungsteilen kann man das Ganze noch wesentlich verstärken. Als nächstes auf der Liste wäre noch die Verstärkung vom Nahkampf und der Granate sowie die Barrikade, die dann mehr Treffer einsteckt. Das Ganze ist für PvE jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Die Granate, die dadurch stärker ist oder der Nahkampf, der stärker ist,
Ist klar, wir können hier die ein oder anderen Feinde schneller töten, da muss ich jetzt nicht auf einzelne Zahlen eingehen und die Barrikade, die mehr aushält. Nun, im PvE wird das jetzt nicht so wahnsinnig viel gebraucht. Für PvP ist es durchaus nützlich, denn beispielsweise wir stehen bei der Power-Munition, dann stellen wir eine Barrikade Richtung Feinde und können die Power-Munition picken. Wenn mehrere Feinde dastehen, die Barrikade wird ja gerne mal zerschossen, so können wir das ausspielen, damit wir ein bisschen mehr aushalten mit der Barrikade und eben die Power-Munition vielleicht gerade noch schaffen zu holen. Nahkampf ist im PvP auch nicht so wahnsinnig top, die Granatenfähigkeiten aber können teilweise One-Hit sein, dazu kommen wir gleich. Die ganzen Fähigkeiten, also Regeneration, die im PvE funktionieren, funktionieren logischerweise im PvP auch. Das heißt, wir haben im PvP insgesamt mehr Granaten, mehr Nahkampf, mehr Barrikaden zur Verfügung, weil sich das ja wesentlich stärker auflädt und das bedeutet, wir haben mehr Granaten zur Verfügung, was mehr Kills zur Folge hat oder mehr Barrikaden zur Verfügung, was uns vielleicht öfters mal das Leben rettet oder die Nahkampffähigkeit, die uns eben verstärkt. Das heißt, die ganze Regeneration ist auch im PvP sehr stark. Dazu muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Im PvE hat man es ja gut gesehen. Nun, Nahkampfbarrikade ist so eine Sache für sich. Nahkampf kann nie One-Hit sein, Schulterangriff und Co. natürlich schon, da braucht es aber keine Verstärkung. Die Granaten hingegen, da haben wir einige Granaten, die One-Hit möglich sind. Beim Sentinel wäre es beispielsweise die Unterdrückungsgranate oder die Magnetgranate. Die haben beide die Möglichkeit, One-Hit zu sein. Unterdrückungsgranate kommt drauf an, da müssen wir relativ gut treffen. Die Granate muss sitzen. Und bei der Magnetgranate ist es die zweite Explosion. Ist jetzt aber nicht so nützlich, wenn der Feind logischerweise in Bewegung ist, passiert es weniger häufig, dass wir den Feind One-Hit töten. Beim Sonnenbezwinger haben wir die Brandsatzgranate und die Fusionsgranate. Die Brandsatzgranate wird jetzt hier häufiger mal einen Feind schnell töten. Die Fusionsgranate braucht einen einzigen Stuck, also das heißt, wir müssen den Feind damit direkt treffen und der explodiert dann und dann ist er auch One-Hit. Beim Stürmer gibt es leider nur eine Möglichkeit und zwar mit der Blitzgranate. Die finde ich persönlich aber am attraktivsten. Denn wir haben hier die Möglichkeit, Räume wahnsinnig gefährlich zu machen. Das Ganze schauen wir uns aber eben noch ein bisschen genauer an. An der Stelle schon im Vorab, wahnsinnig OP im PvP ist es nicht, denn wir müssen vorher immer die Barrikade stellen, bevor wir die Granate werfen. Das heißt, wir nehmen uns hier die Barrikadenmöglichkeit vorab schon weg. Nichtsdestotrotz macht es im PvP viel Spaß. Fusionsgranaten kann man relativ gut ausprobieren und eben Blitzgranaten, das sind so meine zwei Favoriten, die man im PvP ausprobieren sollte, wenn man einfach ja just for fun das mal ein bisschen testen will, ist nämlich ziemlich cool. Und zudem noch ein kleiner Hinweis, es kommt auch ein bisschen auf die Belastbarkeit des Feindes an. Wenn der Feind hohe Belastbarkeit hat, dann passiert es, dass die Fusionsgranate oder eben die anderen Granaten nicht One-Hit töten. Die Blitzgranate tötet dann teilweise auch nicht One-Hit, tötet knapp nicht. Wenn jetzt aber der Feind mit etwas weniger Belastbarkeit spielt oder so im mittleren Belastbarkeitssektor ist, dann töten die meisten Blitzgranaten den Feind durchaus. Das heißt, hier kommt es auch nochmal ein bisschen auf den Feind an, wie viel Belastbarkeit hat er denn effektiv drauf. Nun gut, ich glaube, man hat das meist jetzt im PvP gesehen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einfach just for fun Barrikade zu stellen, Blitzgranate nach vorne zu werfen und zack, vielleicht haben wir einen Triple Kill gemacht. Da braucht es natürlich viel Glück, ist klar. Aber es ist natürlich nice to know, dass wir hier die Möglichkeit hätten, theoretisch mit Granaten einen Feind mit nur einer Explosion zu töten. Ist ganz witzig, sollte man im PvP eben durchaus mal ausprobieren. Macht Spaß, wenn man da mal einen Feind mit nur einem Granatenhit wegkriegt. Nun gut, kommen wir zum Schlussfazit. Ich muss sagen, diese Exobrust für den Titan ist extrem nice. Im PvE haben wir die Möglichkeit, wahnsinnig viele Kombinationen zu erschaffen, wo wir endlos Granaten haben, wo wir den Nahkampf mit Überschild die ganze Zeit kriegen, wo wir alles immer wieder aufladen können. Wir können mit dem Hammer Warlock den Hammer werfen, wenn wir da einen Feind treffen, geht das Ganze auch aktiv mit ermächtigt. Das heißt, wir haben hier viele Möglichkeiten, das zu kombinieren. Es geht mit allen Fokussen, das heißt, für PvE ein wahres Meisterstück. Ich finde sie wahnsinnig gut. Ich spiele sie im PvE selber sehr, sehr gerne. Für PvP ist sie auch nicht schlecht. Im PvP haben wir hier erhöhte Regeneration von Granaten, bedeutet eben, ich habe es schon gesagt, in der Regel mehr Kills, mehr Druck für den Feind, mehr Barrikaden, mehr Überlebensmöglichkeiten, vielleicht mehr Power-Munition, weil wir die Power-Munition besser decken können. Und eben, wir haben die witzige Möglichkeit, Granaten teilweise One-Hit werden zu lassen. Fusionsgranaten, Blitzgranaten sind da ganz nett.
also auch für PvP durchaus gut. Durch die Regeneration kann man sie insgesamt mitnehmen und dann kann man natürlich auch gucken, hey, okay, die Granate könnte ich jetzt gut werfen, vorher noch kurz eine Barrikade stellen, zack, Blitzgranate und One-Hit war also nützlich. Von daher kann man sie auch für PvP ziemlich gut mitnehmen und wenn man die ganzen Sachen weiß, die ich jetzt gezeigt habe, kann man das auch dementsprechend gut ausspielen. Damit wären wir eigentlich auch schon am Ende vom Video angekommen. Schreibt sehr gerne in die Kommentare hinein, welches Exo ich mir als nächstes mal ein bisschen genauer anschauen sollte. Dann wird es dazu auch Reviews geben. Ich werde nämlich nach und nach die ganzen Exos anschauen und dazu Videos erstellen. Kann natürlich auch sein, dass ich bereits ein Video dazu gemacht habe. Im Outro hier seht ihr die Playlist zu allen Exos, die ich bereits unter die Lupe genommen habe. Guter Letzt, lasst sehr gerne ein Like da, schreibt eben noch in die Kommentare, was als nächstes kommen sollte, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!